Alpha, liebe Freunde, wir sind heute zusammengekommen und werden im Hinblick auf das bevorstehende Fronleichnamsfest Ihnen einen Film präsentieren, wo es um zwei Themen geht. Das eine Thema ist Sakramentsgarde und das zweite Thema, wie gesagt, unsere Fronleichnamsprozession. Zusätzlich zu unseren Aufgaben im sakralen Bereich, wie zum Beispiel die Ostergrabwache oder das Fest des Heiligen Georg, begleiten wir auch seit 2015 die Fronleichnamsprozession in Form einer Sakramentsgarde. Die Sakramentsgarden sind ein Schutz- und Ehrengeleit für das Allerheiligste, also Sakrament, bei kirchlichen Prozessionen. Die Ursprünge der Sakramentsbegleitung reichen bis ins Mittelalter zurück. Wenn ein Priester zum Beispiel Hostie ausgetragen hat zu den Kranken und sie ins Haus brachte, war das mitunter mit sehr großen Gefahren verbunden. Einerseits durch Wegelagerer, andererseits auch durch Raubtiere. Die Geschichte der heute bestehenden Sakramentsgarden ist aber eng mit dem Fronleichnamsfest verbunden, welches 1264 vom Papst Urban IV. Als Fest für die Gesamtkirche eingeführt wurde. Wir stehen hier an der Station in Lichtenbergen vor dem Kreuz. Seit dem 14. Jahrhundert sind Corpus Christi Bruderschaften nachgewiesen. Seit dem Konzil von Trient sind in der damaligen Grafschaft Tirol unter spanischem Einfluss folgend dem Fronleichnamsfest immer prunkvollere Prozessionen gestaltet worden. Dazu gehören Ehrenwachen, die zu Ehren des Allerheiligsten die Prozessionen begleiteten. Wir Landsknechte zu Gnas haben diese Tradition wieder neu belebt. Wir stehen hier an der Station Raning, der Fronleichnamsprozessionsweges in Gnas. Die Ehrenwachen hatten im damaligen Bereich und bis heute noch eine spezielle Waffe, die sogenannte Partisane. Das ist eine Stangenwaffe mit großer Haupt- und zwei kleineren Seitenspitzen. Die Partisane ist eine Verteidigungswaffe und wurde ab dem 16. Jahrhundert von den Leibgarden getragen. Aufgrund dieser Gardewaffe wurden in Österreich, speziell in Tirol, die Sakramentsgarden als Partisaner bezeichnet und genannt. Speziell mit dieser Waffe wurde auch das Partisanertum, nicht verwechselbar mit den Partisanen des Zweiten Weltkrieges, das immaterielle Weltkulturerbe verliehen. Die letzten Sakramentsgarden wurden aber schließlich von dem kirchenfeindlichen Regime der Nationalsozialisten endgültig verboten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden aber wieder viele neu gegründet und wieder aufgenommen in das neue Vereinsleben, in die neuen Partisanergarden. Wir befinden uns auf der vorletzten Station der Fronleichnamsprozession in Gnas. Bevor wir den Einzug in die Kirche feiern, werden wir noch auf der Platz der Mariensäule den Abschlusssegen erteilen und die Sakramentsgarde wird das Heilige Sakrament bzw. die Monstranz in die Kirche begleiten. Damit ist der Auftrag erfüllt und wir begeben uns wieder in unsere Heimat und erwarten freudig die nächste Fronleichnamsprozession. Was ist das für Station? Das ist die Station Raning, gell? Ja, die holen wir Handy aus, ich schau mal auf Google nach. Aufnahme 1, Gang!
Alpha, liebe Freunde,